Freunde, es ist endlich soweit. Zeit für das Finale Brasilien gegen Italien im International Cup hier auf meinem Kanal bei International Superstars Soccer Deluxe. Ich bin der Colt und wir spielen parallel zum WM-Finale in Katar. Dort stehen sich Argentinien und Frankreich mit den Superstars Messi und Mbappé gegenüber. Und hier wird die große Frage sein. Aleo oder Galfano? Einer von beiden wird den Pott in die Hände, in den Himmel strecken. Ich würde sagen, wir lassen es auf uns zukommen und schauen nochmal den Weg ins Finale für Brasilien über Irland, Argentinien und Schweden. Unser Weg ins Finale gegenüber Österreich, Belgien und Spanien. Brasilien, ja, Brasilien konnte uns in der Vorrunde bezwingen. Falls ihr das Video dazu nicht gesehen solltet, ich verlinke es euch hier oben in der Videobeschreibung bzw. in der Infobox. Schaut euch das gerne nochmal an. Es wird ein Hammerfinale und eine Neuauflage des WM-Finales von 1994 in den USA. International Final. Wir gehen rein, Leute. Ich hab Bock. Pizarro muss raus. Zanga wird kommen. Ja, komm, nicht lange um heißen Brei rum. 16 Uhr, 16 Uhr, wie unser Video hier, wie das WM-Finale. Es ist angerichtet in Japan. Neuauflage des USA-Finales. Italien gegen Brasilien. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Wir hoffen diesmal auf das bessere Ende natürlich für uns, für Italien. Wir lassen den Brasilianern den Ball. Nein! Erste Chance. Erste Chance, aber der ist nicht drin. Der ist nicht drin und Galfano gleich mal mit Gelb. Ja, wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Brasilien hat gewonnen im Elfmeterschießen. Trauma für Italien, für zwei ganz große Legenden des italienischen Fußballs. Die eine hat natürlich jeder sofort im Kopf. Die andere, Franco Baresi von Milan, eine absolute Legende des italienischen Fußballs. Wissen wahrscheinlich die wenigsten noch, dass auch er seinen Elfmeter verschossen hat. Die andere ist allen wahrscheinlich sofort im Kopf. Der Mann hier, an den Galfano angelehnt ist. Eine absolute Weltklasse-Legende. Einer der größten Fußballer, die Italien je hatte. Die, ja, Oldtime. Die Rede ist natürlich von niemand anderem als Roberto Baggio. Das wird ihm bis heute anhängen, dieses Tor, das er nicht gemacht hat im Elfmeterschießen. Robby Baggio. Wie gesagt, aber auch Baresi hat damals verschossen. Völlig untergegangen bei ganz, ganz vielen und wieder nicht drin. Das gibt's doch nicht. Italien jetzt am Drücker. Da ist keiner da. Okay. Premolin! Nein. Ja. Nichtsdestotrotz, Roberto Baggio, eine absolute Legende des italienischen Fußballs. Oh. Ich durfte ihn noch live spielen sehen für Inter Mailand. 98, 99 war das. In Mailand beim Derby d'Italia gegen Juve. Ich bin großer Juve-Fan, wisst ihr ja. Durfte ihn live sehen. Damals noch. Oh. Fun Fact am Rande. Mario Zagallo, der Trainer der Brasilianer, hat damals einen jungen brasilianischen Stürmer mitgenommen zur WM in die USA, der danach
um einiges, noch um einiges berühmter werden sollte als Robbie Baggio. Die Rede ist tatsächlich vom jungen Il Fenomeno, vom Phänomen von Cristiano Ronaldo. Werden jetzt viele denken, nein, eben nicht. Es ist Ronaldo, der Brasilianer. Für mich der einzige Ronaldo, den es je geben wird. Ja, Carboni! Italien führt! Italien führt! Carboni! Der Mann, der an Ravanelli angelehnt ist, die weiße Feder, macht ihn rein! Goal, Italia! Und jetzt heißt es nachsetzen. Möglichst schnell nachsetzen. Denn Brasilien wird uns wirklich zermürben. Da bin ich mir sicher. Ganz sicher. Ja, der junge Ronaldo. Und auch ihn durfte ich spielen sehen. Auch für Inter. Mit Roberto Baggio zusammen. Für Inter in eben selbigem Spiel. Ein absolutes Erlebnis. Ganz viele Legenden des europäischen Fußballs damals noch dabei, für ihre jeweiligen Vereine gespielt. Für Juve ein Del Piero, ein Zinedine Zidane. Legenden. Im Sturm damals für Juve Pippo Inzaghi, Super Pippo. Also wirklich Legenden des Fußballs. Nein, halt ihn doch. Nein, drin ist er. Halleluja. Ausgleich, Ausgleich, Ausgleich. Ja. Das ist das Angesprochene. Das ist das Angesprochene, dass sie so overpowered sind in diesem Scheißspiel. Entschuldigt bitte, aber das nervt nur noch. Denen gelingt alles. Ja, denen gelingt einfach alles. Natürlich nervt das immer. Wir müssen uns jede Situation hier erarbeiten und erkämpfen und machen und tun. Und die rennen einmal durch, schießen aufs Tor. Drin ist er. Ja, natürlich, ihr sprecht hier sicher auch die Qualität an. Die haben natürlich auch die Spieler dazu. Brauchen wir nicht reden. Ja, Qualität gehört auch dazu. Sollte jetzt hier auch kein Mimimi sein. Definitiv nicht. Aber es nervt trotzdem. Natürlich wollen wir hier nicht rumopfern. Ja, das wird ein Eigentor. Boah, okay, doch nicht. Ich dachte schon, der springt wieder drüber. Hau das Ding einfach raus. Hau das Ding einfach weg jetzt hier. Mein Gott. Ja, bitte. Der Ausgleich hätte nicht sein müssen. Kick.
Boah. Okay. Ja. Da geht gar nichts. Und jetzt drehen sie halt richtig auf. Und unsere Jungs sind müde. Da eine einfache Körpertäuschung, die reicht. Und dann, ja. Was willst du da auch machen? Foul ich nicht, wäre er trotzdem drin gewesen. Also wie gesagt, das soll kein Mimimi sein, aber. Ach, genau. Ach, Leute. Ja, die ist zu hoch. Die Flanke oder der Schuss war zu hoch. Ja, dann springen sie zu früh. Du kannst da fast nichts tun. Das ist echt bitter. Also deine scheiß Chancen nutzen, Fidrini! Federini, Goal! Ausgleich Italien! Wer hat da gepennt? Pereira? Ferreira pennt. Federini. Geht allein aufs Tor zu. Da kommt das Silber raus, das hat er gesehen. Und dann macht er ihn zum Glück oben rein. Boah. Das wird die Brasilianer jetzt anstacheln. Da bin ich ganz sicher. Es ist ein packendes, spannendes Finale. Gut. Also. Ach Quatsch. Komm. Können wir nochmal wechseln? Ja. Die müssen sie jetzt richten. 2 Minuten noch. Die müssen sie jetzt richten. Für Italien. Ja, das Silber aber da. Konzentration ist jetzt gefragt, Leute. Sprache, so macht ein Horrorpass. Warum ist bei dem aber keiner? Warum ist da kein Mensch da?
Okay. Nein, nein, nein. Ah, warum mit der Hacke? Ja, weil er rückwärts zum Ball stand, ist mir schon klar. Aber warum? Boah. Er versucht es mit dem Heber. Okay, das war natürlich gar nichts. Nein! Nein! Ach Leute! Passt. Zieh ruhig die Karte. War ja keiner da, geh halt hin. Halleluja. Da hätte man mehr draus machen müssen. Das wäre es gewesen. Das hätte es sein können. Definitiv. Definitiv hätte es das sein können. Graziano. Nein, Gaetano, stand nicht gut genug. Was hätte ein Elfer sein können? Nein, war es aber keiner. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Springt daneben. Da springt er schon daneben. Nein, da haut er erst nicht drin. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nein, Leute, nein. Nein. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Drin! Drin! Anticoli! Anticoli! Goal, Italia! Goal! 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 Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich werde narrisch! Goal für Italien! Das gibt's nicht! In aller letzten Minute Papi! Papi auf Anticoli! Vincenzo! Verschätzt sich, Anticoli sieht, dass da Silva zu weit im Eck steht. Köpft ins lange Torwart-Eck und dann ist er drin. Foul, zieht das Foul. Leute, zieht einfach das Foul. Tötet ihn, bringt ihn um, macht irgendwas, haut ihn einfach raus. Pfeif ab, pfeif einfach ab, pfeif einfach ab. Nein, nein, nein! Das gibt's nicht, pfeif ab. Junge, pfeif ab. Pfeif ab. Aus! Aus! Italien hat den Pott! Wir haben den Pott! Champione! Champione in Italia! Champione in Italia! Ja, Mann! So knapp! So knapp, Leute! Wir haben den Scheißpott! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ich kann nicht mehr!
Ich kann nicht mehr. Jawohl. Da ist das Ding. Da ist das Ding. Grandioser Abschluss. Grandioser Abschluss meiner International Superstar Soccer Deluxe Reise. Mega, mega, mega. Wir haben Brasilien geschlagen mit der letzten Chance. Antecoli wird für immer ein Held Italiens sein. Oh mein Gott, ich pack es nicht. Ich pack's gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Unglaublich. Freunde, das war International Superstar Soccer Deluxe auf meinem Kanal. Ich bin der Colt. Es war mir eine Ehre, mit euch das Projekt durchzuziehen. Wenn ihr Bock habt, machen wir noch ein kleines Special. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Lasst euch überraschen, was das dann wäre. Eine kleine Sache gibt es, die wir hier noch machen könnten. Dann ist aber auch wirklich Schluss nach diesem Krab. Vielleicht ziehe ich es durch. Wenn ihr mal so richtig sehen wollt, wie furchtbar meine Skills sind, dann... Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst euch da überraschen. Ansonsten, wie gesagt, das war meine Ehre. Italien hat es geschafft. Wir haben den Pott. Wir haben den Pott. Mega. Unglaublich gut. Now challenge the world. Ja. Level 5 clear. Also hier seht ihr es auch. Wir haben kein... Ich habe nicht untertrieben, wir haben es auf höchster Stufe durchgespielt. Natürlich richtig gut. Freut mich tatsächlich unglaublich. Wir sind zurück am Startbildschirm, meine Freunde. Und dementsprechend darf ich mich von euch verabschieden. Schreibt mir wie gesagt gerne in die Kommentare, ob ihr noch ein kleines Special sehen wollt. Schaut auch gerne meine anderen Videos, Anstoß 3, immer noch großes Thema auf meinem Kanal. Danke für die ganzen Follower, die das anscheinend mit Begeisterung anschauen. Mir macht es weiterhin Spaß. Danke, dass ihr das angeschaut habt, International Superstar Soccer. Weitere Super Nintendo Games werden kommen. Und ja, ich darf mich verabschieden mit diesem epischen Intro Deluxe. In dem Sinne. Euer Colt sagt danke fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch mit mir freut, dass wir den Pott geholt haben. Gerne ein Abo. Puh, ich bin durch. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Muss erstmal runterkommen. Habt eine geile Zeit. Wir sehen uns. Euer Colt sagt tschüss, ciao und servus.